Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2020, hier bei Heisenberg zockt, my team, und es geht nach Mexiko. Und ich wäre froh, wenn A, in Mexiko das Ganze trocken wäre, das ist klar, und wenn er vielleicht ein bisschen eine bessere Leistung bringen, wie in den letzten beiden Rennen, weil das war ja wirklich, also teilweise, ich weiß auch nicht, ganz, ganz bitter. Davor ein Rennen gewonnen und dann zweimal dermaßen schlecht gefahren, keine Ahnung. Wie gesagt, im letzten Rennen, ich kann es vor allem nicht erklären. Okay. Ja, mach mal. 7 Millionen, da können wir nichts machen, weil als wir noch 4 hatten, hieß es, wir können den Vertrag nicht verlängern, wegen Mangel an Geld. Ja, deswegen lassen wir das mal. Wir gehen aber zu den Aktivitäten. Drücken hier mal. Dann Einrichtung, wie gesagt, können wir nichts machen. Feebaum. Hoffe ich mal. Jawohl. Herstellung fehlgeschlagen. Ja, versucht's mal auch mal. So, okay. Wir haben noch 1000 Punkte. Da können wir sogar hier noch was machen. Beim Schleifblock. Ja, gerne entwickeln den Schleifblock. Und jetzt ist Feierabend. So, beim Auto. Ist alles okay. 3-3-3 haben wir und 4 haben wir auf Reserve. Das konnten wir machen, weil wir ja den letzten Startplatz hatten. Ja, dann würde das soweit passen. Dann gehen wir hier mal zurück und lassen das Ganze mal laufen. Vergessen habe ich, glaube ich, nichts. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber einige haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Aha. Denk daran, auf dem F&E-Bildschirm festzulegen, was neu entwickelt werden soll. Habe ich gemacht. Danke für den Hinweis. So, Mexiko ist, glaube ich, eine Strecke, die ich mag. Die mir auch liegt. Mal gucken. So, ich werde sehen, wenn ich wieder die erste Runde mache. Gut, wir gehen rein. Wetter. Ah, perfekt. Da ist doch tatsächlich überall mal Sonne. Wie schön ist das denn? So, ich muss mal kurz hier irgendwie eine Fluse wegmachen. Sehr schön. Nachrichten. Ja, es ist einfach, wie es ist. Es ist perfekt. So, gut. Feebaum müssen wir nichts mehr machen. Das heißt, wir können ins erste Training. Ich würde sagen, wir nehmen das zweite. Weil dort haben wir Sonne, dann haben wir wirklich die gleichen Bedingungen wie im Qualify und im Rennen. Es spielt keine Rolle, wenn es jetzt bewölkt ist. Wichtig ist, dass die Strecke trocken ist. Aber eben, es kann nicht schaden, ja, wenn die Farben etc. auch gleich sind. Da fühlt man sich dann im Qualify relativ schnell heimisch. So, wir gehen. Nein, wir gehen nicht. Wir gucken nochmal schnell. Ja, okay, kennen wir. Ab ins Training und Setting laden. Und es wird keinen überraschen. Wir suchen nach dem Arnie-Setting. Einmal mehr. Einmal rüber, einmal rüber. Einmal zack, diesen hier. Nein, nicht verlängern, beschleunigen. Ich wollte zack, hier rein. Steam Workshop laden. Und dann brauchen wir Arnie in Mexiko. Okay, da muss ich erst das noch kurz laden. Diese Knöpfe. Hab gerade noch mal andere Sachen aufgenommen mal wieder. Das sollte ich nicht tun vor Formel 1, weil jedes Mal habe ich wieder ein Durcheinander mit den Knöpfen. Also, Arnie, der gute Mann aus Niederösterreich mit seinen coolen Settings. Wir schauen, wir brauchen USA. Blödsinn. Mexiko. Mexiko, Mexiko, Monaco. Bahrain, Australien. Da haben wir Mexiko. Bei Sonne natürlich wieder. Zack, abonniert. Bestens. Dankeschön. Wir gehen raus. Laden das Ganze neu und schauen, was er da eingestellt hat. Mal einigen unserer Trainingsprogramme. Ja, ja. Sie nicht alle in einer Session absolvieren. Nein, nein. Dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. 4-6. Ja, das machen wir mal so. Ich würde sagen, zack, wir gehen raus. Das hat alles seine Richtigkeit. Ich würde aber eben gerne noch die Streckenakklimatisierung machen. So, fliegende Runde und da, ja, jetzt geht's schon los. Also, Konzentration, Strecke, kennenlernen, beziehungsweise sich zurechtfinden. Ich wurde noch nicht von der Angel gelassen, okay, jetzt. Dein Ziel ist es, möglichst viele Kurventore so schnell und präzise wie möglich zu durchfahren. Ja. Viel Glück. Ja, oh, und das fängt gleich hier an. Okay, ich muss dann kurz das Mikrofon nochmal irgendwie ein bisschen umpositionieren. Ach ja, die Strecke kenne ich, die mag ich tatsächlich. So, weil das ist im Weg, wenn ich lenke. So. Mal ein bisschen zurück. Gelbe Flagge haben wir schon bekommen, weil ich hier ganz kurz ein Päuschen machen musste. War ja kein Päuschen, ich musste das Mikrofon richten. Ihr wollt was hören und ich muss fahren, da muss man einen Kompromiss finden. So, irgendwie, es ist komisch, wenn ich anfange und dann ist das Mikrofon im Weg. Kürze. Bereit machen. Die
Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Er ist immer noch irgendwie im Weg. So, jetzt aber. Jetzt sehe ich nichts mehr. Naja, das ist egal. Hauptsache, es ist nicht im Weg. So, jetzt muss ich hier aber ein bisschen seriös mal noch mich auf die Strecke konzentrieren, weil sonst muss ich mich nicht wundern, wenn wir dann wieder irgendwie so ein schlechtes Resultat haben. Genau, das hier. Und dann geht es hier dann links, rechts. Genau, ja, ich kenne die Strecke wieder. Bisschen abkürzen ist hier, glaube ich, sogar erlaubt. Da zieht es mich ein bisschen zu weit raus. Okay, aber solange die Rennleitung nichts sagt, einmal mehr, dann müsste das passen. Hier haben wir vorher angefangen, als wir mit dem Training begonnen haben. Ich denke mal, ist soweit okay. Also das fühlt sich gut an, das Setting, muss ich sagen. Hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre. Ein bisschen Probleme in gewissen Kurven habe ich noch. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Aha, er sagt gar nichts. Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Er sagt gar nichts von wegen, Kollege hier, von wegen in der Kurve und in der Kurve und in der Kurve noch ein bisschen schneller. Das heißt, er ist mit den Kurvenfahrten soweit zufrieden. Ja, hier dreht es mich ein bisschen raus. Da sieht man da vielleicht gleichzeitig auf Bottas. Wobei man sieht, der fährt auch nicht volle Pulle, der lässt ihn sogar vorbei. Dankeschön, Herr Kollege. Hier zieht es mich zu weit raus. Das muss ich irgendwie anders machen. Oh, da kommt er schon wieder. So viel zum Thema lässt uns vorbei. Ja, jetzt aber nicht, dass wir hier die Flügel ramponieren, Kollege. Also entweder überholst du mich oder... Was war das denn jetzt? Das ist halt eine coole Kombination. Also das ist wirklich... Also Mexiko macht Spaß. Das war schon immer so. Ist halt auch eine Strecke, die fühlt sich einfach gut an. Das ist auch wieder dieser berühmte rote Faden. Ich kann die Bömmel mitnehmen ohne Probleme. Ich mag die Strecke. Nein, es ist dieser berühmte rote Faden. Und es macht einfach Laune. Es wirkt schnell und es ist, glaube ich, auch ziemlich schnell das Ganze. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Okay, die werden wir noch mitnehmen und danach gehen wir ins Qualify. Jetzt versuche ich, eine halbwegs gute Runde hinzukriegen. Ich habe immer noch das Gefühl, das Mikrofon ist im Weg. Sag mal, ist das, wenn man zu Beginn denkt, es ist im Weg, da kann man es, glaube ich, hinhängen, wie man will. Dann ist es einfach im Weg. Zu schnell, viel zu schnell reingekommen. Und eben hier, also das ist tatsächlich, das ist nicht ideal, muss ich sagen. Da verliere ich Zeit. Wenn ich so durch die Kurve durchfahre, dann Halleluja, dann wird das schwierig hier. Es zieht mich ein bisschen zu weit raus für meinen Geschmack. Liegt das an den Reifen? Ich weiß es nicht. So, hier ordentlich bremsen, jawohl. Und wieder volle Pulle. Ja, ich bin gespannt, wie das Qualify rauskommt. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Das sind annehmbare Daten, allerdings weit entfernt vom Optimalzustand. Ja, ja, das ist mir klar. Das habe ich selber gemerkt, dass das nicht ideal ist. Ich möchte nicht das Arne-Setting kritisieren. Ich weiß noch nicht, ob das nicht ein bisschen zu... Wie soll ich sagen? Ich habe Probleme mit den Kurven tatsächlich. Da müssen wir noch mal ein bisschen rauf. Das Problem ist aber, wenn ich natürlich raufgehe, dann werden wir auf der Geraden wieder langsamer. Also ich vertraue auf das Setting, weil es hat sich gut angefühlt. Bis auf die eine Kurve, da war es wirklich okay. Gut. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei. Mhm. Das werde ich mal schön überdingseln. Beende die Session. Weil gut war das definitiv nicht. Also da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. De Vries auf der 5, aber es ist halt nur Training. So, nach dem Training kommt, glaube ich, nee, die Frau kommt noch nicht, weil wir hätten nochmal eine Trainingseinheit, die wir auslassen, weil wir ins Qualify düsen. So, es lädt mal wieder. Ich weiß nicht, warum das länger geht wie in der 19er-Version, aber es geht tatsächlich, zumindest gefühlt geht es länger jeweils, bis das geladen ist. Also, wir simulieren. Lange genug geübt im Fußball? Nein,
War ich tatsächlich nicht. Ich war nie ein Simulant. Im Gegenteil, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Im Fußball, ich wollte die Tore schießen. Selbst wenn ich gefoult wurde im Strafraum, ich bin gleich da aufgestanden, wenn es irgendwie ging, und wollte den Ball wieder. Und da wurde ich tatsächlich von diversen Trainern dann auch angehalten. Junge, wenn du schon im Strafraum eine Berührung spürst, dann schmeiß dich hin. Dann wollen wir den Elfmeter, nicht irgendwie da angebastelt. Und ich wollte halt tatsächlich trotzdem lieber den Ball. Von daher, simulieren war mir immer fremd. Gut. Ja, passt mit dem Rennen. Doch. Ich habe jetzt gerade einen Momentchen Angst gehabt, aber da hinten, da ist aber bewölkt. Das ist in Ordnung. Kann man so machen. Das passt. Ab ins Qualify. Nochmal kurz kontrollieren, ob das Setting noch passt. Nicht, dass das irgendwie aus irgendeinem Grund wieder geändert wurde. Auto. Zack, diesen. Zack, Aerodynamik. 4, 6. Eben ein bisschen rauf, vielleicht 5. Aber ich denke, es hat schon einen Grund, warum wir das Setting so haben. Also hier bei Arnie. Das wird eben schon gut sein. Ja, ich lasse es. Weil jetzt hier rumbasteln und dann feststellen, das war falsch, das ist natürlich auch nicht ideal. Gut. Geht zur Strecke. Ich gehe. Und jetzt heißt es volle Pulle. So, damit wir hier irgendwie einen halbwegs guten Startplatz hinkriegen. Bisschen spät gebremst ist, aber denke ich okay. Ja, passt. Ja, da muss ich ein bisschen stark bremsen. Ja, jetzt komme ich hier aber auch besser rum. Das war einfach schlecht gefahren vorher. Hier komme ich zu weit raus. Ist aber immer noch in Ordnung. Wir sind immer noch vor dem Geist. Zumindest ein bisschen. Ein bisschen zu viel Wiese für meinen Geschmack. Oh, jetzt zieht es mich hier raus. Das ist aber immer noch okay. Guck mal, wir sind immer noch vorne. Eieiei. Jetzt hat er uns überholt. Okay, das ist aber halb so schlimm. Weil wir müssen nicht die Pole haben. Wir müssen einfach ein gutes Resultat haben. Mal gucken. Oh, 8, okay. 8er, glaube ich. Ist in Ordnung. Es hat sich besser angefühlt. Ja, 7er. Bleibt das auch so? Ja. Hat sich besser angefühlt, als es dann war. Also ich hätte jetzt gedacht, wir sind 2. 3. Wir waren relativ lang vorne, aber okay, 7. ist auch okay. Einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Verstappen, ja, und Lewis auf der 15. Fries. Das ist Standard. Da würde ich sagen, das ist nicht gut, das ist auch nicht schlecht. Es ist halt Standard. Aha. Ja, es ist halt ein bisschen steuern, ein bisschen. So, Auto fühlt sich fantastisch an. Was denken Sie, wie sich dieses Ergebnis für dieses Team anfühlt? Ja, machen wir mal den hier. Ein bisschen provozieren. Reicht schon? Okay, da kann ich trinken. So, jetzt. Unter die ersten 10 kommen. Das wäre tatsächlich mein Anliegen. Mal gucken, ob es hinhaut. Wir werden 10. Wir brauchen einfach Punkte. Das wäre wichtig, damit wir mal wieder ein bisschen vorwärts kommen. Das ist natürlich auch wichtig für die Moral, wichtig für Selbstvertrauen, ganz klar. Okay, das so, wir haben nochmal. Jo, war okay. Gut. Falsch. Den hier und ab ins Rennen. So, Mexiko, coole Strecke. Ich freue mich drauf. Mal gucken, ob ich mich noch freue, wenn das Rennen dann durch ist. Es ist Zeit für den großen Preis von Mexiko. Das Rennen, bei dem Honda 1965 seinen allerersten Sieg holte. Der Amerikaner Richie Ginter gewann damals von Startposition 3 aus. Aber wie werden sich die Honda-Maschinen dieses Jahr schlagen? Red Bull hat hier in den letzten Saisons starke Ergebnisse abgeliefert, also können sie ihre Serie unter Umständen fortsetzen? Mit 2285 Metern über dem Meeresspiegel stellt die dünne Luft des Autodromo Hermanos Rodriguez nicht nur für die Fahrer, sondern in erster Linie für die Motoren eine große Herausforderung. Schöner Name. 17 Kurven sind in einer Runde zu bewältigen. Die Strecke ist insgesamt 4,1 Kilometer lang. Hohe Geschwindigkeiten, über 354 km/h und das Überholen in den Bremszonen in den Kurven 1 und 4 sollten die Highlights sein.
Mhm. Und mit dabei ist okay. natürlich auch Stefan Römer. Können wir über Mercedes reden? Was denkst du über ihre bisherige Performance? Es ist an der Zeit... Ja, stark, die bisherige Performance. Sag mal, ich habe so viel aufgenommen jetzt in letzter Zeit wegen in diesem Rennen sollten wir einen Punktesieg erringen können. Zeig, ja. was du kannst. Wegen, ich bin ja 3 Tage weg wegen einer Hochzeit in Norddeutschland und dann habe ich alles vorproduziert. Und jetzt komme ich wirklich an den Punkt, wo die Stimme gar nicht mehr funktioniert, weil ich so viel aufgenommen habe. Ich hoffe, ich schaffe jetzt das hier noch, sonst fahre ich halt stillschweigend, Hauptsache wir holen Punkte. Gut, also los geht der Spaß. So, fette Mischung. Und mal gucken, ob wir hier nicht gleich wieder ein paar Plätze gut machen können. Normalerweise funktioniert. Ja. Ja, nicht so gut wie auch schon, aber immer noch okay. Aufpassen, jetzt werden sie hier gleich auf die Bremse treten. Jawohl, ich habe früher gebremst als alle anderen. Ihr wisst warum. Wir würden gerne unsere Flügel behalten, wenn es irgendwie geht. Ja, ein Platz verloren. Das hatten wir jetzt, glaube ich, noch nie beim Start. Aber ihr habt gesehen, ich bin irgendwie nicht so wirklich gut weggekommen. Hat sich auch nicht so gut angefühlt wie auch schon. Boah, Leute, come on. Sehr gefährlich, was ihr hier macht, wenn es um meine Flügel geht. Ja, das, ich wusste, dass jetzt eine Verwarnung kommt. Boah, ich fahre aber auch total komisch. Also, das ist ja ganz interessant. So, Lama, ERS. Ja, war auch eher Harakiri. Aber ich vertrete natürlich die Ansicht, wenn die Rennleitung nicht reklamiert, weil die reklamieren so schnell, dass das dann alles noch im grünen Bereich war. Es war heftig, gebe ich zu. Aber wir haben ja nur unseren Platz zurückgekämpft. So, den wir hatten beim Start. Okay, nach hinten Platz, nach vorne kommen wir halbwegs ran, so wie es aussieht. Ist sicher eher ein schnelles Setting, das merkt man ja auch, weil wir auf der Geraden doch ordentlich Power haben. Und eben in den Kurven tatsächlich ein bisschen Probleme haben. So, gleich wieder ERS reinhauen. Ja, so richtig ran komme ich nicht. Aber okay, wir sind in den Punkterängen. Was soll's? Jetzt muss ich aber gucken, dass ich das hier mal ein bisschen besser wische. Boah. Okay, da hat es mich fast rausgebrettert. Heieiei. Huiuiuiui. Heieiei. Also ich kenne die Strecke anders, so dass ich tatsächlich gut um die Kurven komme. Ich glaube, der Arne hat hier ein relativ offensives Setting gewählt. Mit viel Tempo. Und dadurch sind die Kurven dann nicht ganz so einfach zu handeln. Ja, das muss man einfach wissen. Da muss man halt entsprechend fahren. So, ich hack gerne mein ERS zurück. Dankeschön. Das ERS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Ja, wir haben schon massiven Rückstand hier. Jetzt habe ich das ERS. Ich dachte, ich hätte es gedrückt. Ich habe doch ERS gedrückt. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Weil der heiße ERS wahrscheinlich gar nicht gedrückt hat. Dann drücke ich es halt jetzt. Dann haben wir es wenigstens gespart. Wir kriegen aber kein DRS. Dafür sind wir tatsächlich zu weit hinten. Also zu weit hinter unserem Vordermann. Ich kriege die Kurven nicht schön. Ganz komisch. Und jetzt hier eben auch. Da zieht es mich so weit raus, obwohl ich einen richtig fetten Lenkeinschlag habe. Und hier muss ich aufpassen, nicht, dass es uns da rausbrettert. Boah. Ja? Okay, kriege ich schon wieder eine Verwarnung. Eieieiei. Muss ich aufpassen, weil das bringt natürlich nichts, wenn wir hier dann irgendwie Siebter sind und dann eine Strafe kriegen. Eine Zeitstrafe, dann sind wir dann Siebter gewesen. Dann sind wir aus den Punkten raus und das wäre natürlich Käse. Dann lieber nicht mehr Risiko. Weil ich glaube, nach vorne wird es eng. Also der das jetzt... Der Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. 1,9 schon. Und vorher hat er 1,5 gehabt. Das heißt, der hängt uns ja sowieso ab. Bremsen.
bisschen. Ja, so wieder ein bisschen rangekommen, aber er hängt uns dann wahrscheinlich bei der nächsten Kurve einfach wieder ab. Ja, da komme ich immer zu schnell rein. Und da dreht es mich jedes Mal fast. Boah, das ist irgendwie der Horror hier mit den Kurven. Okay, das freut mich natürlich. Da, jetzt habe ich, glaube ich, die Kurve auch mal besser erwischt. Ich habe sie früher angefahren. Ich kann hier aber niemals volle Pulle. Boah. Gleich kriege ich wieder eine Verwarnung. Vielleicht sollte man nicht mit ERS dort durch. Aber mein Gott, man will ja Tempo haben. Also. Tja, jo, da dreht es mich schon wieder fast. Heieiei. Ja, der nimmt uns da 3 Zehntel ab. Pro Runde. Der Kollege Albon. Ärgerlich, ärgerlich. Aber wir sind immer noch auf der 7. Also, wenn wir das nach Hause bringen, dann bin ich sicher zufrieden, weil das wäre ein Punkterang. Das ist eigentlich, was wir wollen. Das ist ein bisschen schade fürs Rennen, wenn wir jetzt hier sozusagen wieder keinen Kundenkontakt mehr haben. Aber ja, das kann ich halt dahingehend nicht beeinflussen. Wenn ich nicht schneller bin, bin ich nicht schneller. Und ich glaube, vom Fahren, ja, es ist auch vom Fahren her nicht ideal. Also irgendwie, ich ziehe gerade wieder irgendwie, guck mal, ich ziehe schon wieder irgendwie einen schlechten Tag ein, so wie es aussieht. Ich komme nicht um die Kurven rum vernünftig. Nicht, dass wir dann von hinten irgendwann noch eingeholt werden. Das wäre natürlich ganz bitter. Hier aufpassen, nicht über den Rand raus, sonst kriegen wir eine Strafe. Dann lieber ein bisschen mit dem Gas zurück, okay.